Also wir haben jetzt den Lichtermarsch vor uns. Kerzen gibt's. Die gibt's da bei dem weißen Zelt. Da könnt ihr euch welche abholen. Gegen freie Spende natürlich. Die kosten ja auch was, leider. Wer kein Geld hat, der wird sicher auch eine bekommen. Und ja, ich freue mich auf eine schöne Lichterprozession, auf gemeinsames Singen. Und ich denke, wir haben sogar einen Sarg dabei, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. So, ihr seht schon, unsere Sargträger positionieren sich jetzt hier schon auf der Seite. Genau, Jungs, könnt stehen bleiben. Wir werden mit diesem Grab symbolisch unsere Freiheit und unsere Grundrechte zu Grabe tragen. Beziehungsweise, eigentlich würden wir viel lieber diesen Staat zu Grabe tragen. Genau, wir freuen uns drauf.
Ja, ja, als Trommler und als, dass wir den Text haben. Weiß ich nicht mehr. Weißt du den Text? Von dem Friedensfalter. Na. So, ein paar. Vorne, in die Speerspitze da vorne. Ja, Moment, danke. Wahnsinn, du filmst das alles? Das ist super. Einer muss ja von der Presse darstellen und einen anständigen Bericht machen. Bist du von der Presse? Von der Presse ist super. Ich bin schon immer gewesen. Neue Presse. Ja, ich bin schon immer bei der Presse gewesen. Ich habe beim Fernsehen gearbeitet. Ach so. FS1. Hast du das gar nicht mehr mitgekriegt? Ist aber viel entgangen bei mir. Ach so. Hast aber wenig gewusst von mir. Nein, ich war beim Kabel-Satellitenfernsehen FS1, aber vor 5 Jahren haben sie mich dann rausgeschmissen, weil ich zu investigativ war. Ja, Wahnsinn. Ja, da gingen nicht ganz so viel mit. Ja, ja. Haben wir wieder was Gutes veranstaltet. Ja, war super. Haben wir gut gemacht, oder? Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir eine Runde mit dem Sarg um den Dom gemacht. Vorhin sind ein paar Sargträger gewesen. Da ist er. Das ist wirklich gut zum Nervenkirchen schauen. Ganz vorne an der Spitze. Ja, ich versuche gerade den Punkt zu überholen. Okay.
Ja, okay. Dann gut zu wissen. Genau, genug wissen. Ich bin auch Ausbilder. Super. Wir müssen uns gemeinsam nähern, neben dem Kampf. Hier ist schon im Moment der Weihnachten. Super, danke fürs Tragen.
Wir müssen ja auch aufstellen, können Sie gerne weiterfahren. Ja, das ist schon wieder, ihr lasst den Speichen mit dem Zug, glaube ich. So, liebe Menschen, wir stellen jetzt hier symbolisch diesen Saal ab, als Symbol für unseren Rechtsstaat. Denn in Österreich hat das Österreichische Verfassungsgericht doch entschieden, dass die Maßnahmen verfassungswidrig sind. Doch sie werden leider weiter umgesetzt und die Regierenden verhängen sogar noch weiter. Es tut mir leid, es geht nicht so laut, das ist kein so gutes Megafon, vielleicht kriegt er nachher etwas Besseres. So, ich bitte euch auf alle Fälle auch weiterzugehen, dass der Zug weiterkommen kann. Die Gassen hier sind sehr eng und wir sollen aber auch weiterhin auf die Bestimmungen achten. Dankeschön. Dabei, um ihn hier abzustellen. Symbolisch tragen wir den Rechtsstaat Österreich zu Grabe, da der österreichische Verfassungsgerichtshof Ende Oktober entschieden hat, dass die Maßnahmen nicht mehr anzuwenden sind. Sie sind verfassungswidrig und müssen anzuwenden. Und sie werden leider weiter exekutiert und die Regierung verhängt sogar noch stärkere Maßnahmen. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir setzen ein Zeichen und tragen diesen Sarg hier vor die Landesregierung. Das ist der Sitz der Salzburger Landesregierung, genau. Und hier stellen wir symbolisch den Rechtsstaat ab und beerdigen ihn damit, denn sie beachten unsere Rechte derzeit nicht, sie treten sie sogar mit Füßen. Dankeschön. Der Rechtsstaat ist begraben. Ja, der Rechtsstaat ist begraben. Ja. Und dann geht es weiter in die Richtung, Leute. Doch, bitte ein bisschen weiter, das staut sich hier sonst so. Ja, und haben schon Geld nochmal eingesammelt, aber teilweise in die falschen Tüten geschmissen. Ich glaube, ich habe 100 Euro, aber eigentlich nur, weil ich Caps reingebracht habe. Dann haben sie die Da gibt es die Typen von die Sicherheitsdienste. Das ist der Video. Da sitzt die Landesregierung gerade drauf. Das steht nämlich nicht, die wissen schon mal. Ja, die wissen schon. Aber die Salzburger wissen es. Genau, es ist sehr eng hier und danke euch. Danke. Grüß euch, ihr Lieben. Wir haben heute hier an den Chiemseehof, der Sitz der Landesregierung in Salzburg, unseren Rechtsstaat zu Grabe getragen. Die Menschen stellen Kerzen ab und trauern um die Rechtschaffenheit von Österreich
Denn Ende Oktober hat der österreichische Verfassungsgerichtshof entschieden, dass die Maßnahmen ab sofort nicht mehr anzuwenden sind und auch verfassungswidrig sind. Leider wird dennoch weiter exekutiert und die Regierung möchte sogar noch härtere Maßnahmen verhängen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Das war's, wir danken euch Aber sie sind eh schon älter. Oma hat gerade noch Vertrauen. Ich habe Sorgen, meine ich. Oma. Entschuldigung. Sind wir alle durch? Ja.